Scheiße, zum neuen Video. Es ist wieder Jackenzeit. Wir werden den Döner von Yunus Emre testen. Das ist der Kollege, der damals mit diesem Döner mit viel Liebe so hart in den Schlagzeilen war. Kaplan war das, glaube ich. Der hat immer diesen Herzdöner in die Kamera gehalten. Und da sind viele Videos viral gegangen unter dem Namen der berühmteste Döner Deutschlands. Und der hat sich abgekapselt von dieser Gruppierung Kaplan und hat selber einen Dönerladen jetzt aufgemacht. Und ja, diesen Döner werden wir jetzt testen. Da sehe ich. Schon das Gesicht, da ist er. Da hinten mit der Aufschrift, Yunus Emre. Außen knusprig, innen flauschig. Also das Schöne ist ja auch, es haben jetzt einige einen Dönerladen aufgemacht. Die meisten stehen nicht am Dönerspieß, weil sie einfach keine Gastronomen sind. Haben dafür Leute, aber der Kollege macht Döner auf und steht auch da selber. Das hat einen gewissen Pluspunkt. Der wird versuchen, jeden Döner auch hier mit Liebe rauszubringen. Erst recht. Ich hoffe jetzt nur, ich habe mit dem Yunus schon damals geschrieben, als er bei dem anderen Laden war. Ich war zweimal da, einmal undercover, einmal nicht undercover. Nur kurz angerissen, undercover nicht so gut war der, mit Kamera war der gar nicht schlecht. Ja, und da haben wir dann geschrieben, hat er gesagt, scheiße, zweimal da gewesen, zweimal war ich nicht da. Und heute bin ich das auch nicht wieder da, das war ich sehnlich. So eine Scheiße, ey. Haben nämlich nicht Bescheid gesagt. Das wäre belastend. Mal gucken, ich rufe gerade hier mal an. Jo, grüße dich, mein Freund. Hey, Bro, grüß dich. Na, alles gut bei dir? Ja, Gott sei Dank, bei dir, mein Lieber. Ja, bei mir auch. Ich bin bei dir vom Laden gerade. Nein. Ja, ich schwöre. Du bist nicht da, ne? Ja, natürlich. Ich bin gerade mit meiner Mutter gekommen. Ach, du bist da hinten. Okay, warte, ich leg auf die. Geil. So, da ist mein Lieber. Ich leg mal hier einmal, ich gebe dir so halb die Hand. Grüß dich. Sehr gut, danke. Wie geht's dir? Gott sei Dank, uns geht's hervorragend. Ja. Aber dich hier zu sehen, ist uns eine Ehre. Freut mich auch, ja. Freut mich auch. Geil. Du bist ja richtig groß, wenn ich auf dir raufgehe, ich sehe ganz Berlin. Die meisten denken, ich bin klein. Ja, hab ich auch gedacht. Und die meisten denken, ich bin groß, aber da sehen sie mich. Ich dachte auch, du wärst groß. Hätte ich geschworen. Aber unser Herz ist groß. Wollen wir gleich einmal reingehen? Zeigst du mir mal einmal und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Perfekt. Brot machen die hier auch selber. Krass, ey. Ihr habt mehreres Brot hier, ne? Verschiedene Sorten habt ihr Brot? Das ist hausgemacht im Brot. Das hausgemacht und ihr habt auch anderes, ne? Was anderes, nur Marke. Ah, manche wollen das haben, ne? Und ich sag euch auch ganz ehrlich, manche machen so eine Special-Brot. Ich hab's schon oft gesagt, ich muss es wieder sagen. Fladenbrot zieht einfach meistens. Also nicht zu allen Fleischsorten, aber oft zieht das. Das ist das, was alle sehen wollen, der Spieß. Damals bei Kaplan war es ein Hackspieß, den er da gemacht hat. Hier ist es 100%iger Fleisch-Japrak-Spieß. Und seinen Aussagen nach auch selbst gesteckt. Aber das, wie ihr wisst, glaube ich nur, wenn ich selber gesehen habe. Da wurde ich zu oft angeflunkert. Und, gefällt es dir erstmal, erster Eindruck? Also ihr fahrt viel Quali auf, ne? Ja. Ich habe schon gesehen, selber Brot machen hätte ich nicht mitgerechnet. Ihr habt auch normales, das fordern viele, ne? Das Fladen, dass ihr das Fladenbrot drin habt. Also wir haben das Fladenbrot drin, weil das einfach der Klassiker ist. Ich stelle mir schon mal vor, jemanden, der geil mir alles beigebracht hat, das ist mein Papa. Ach, das ist dein Papa? Das ist mein ist Papa. Mir eine Ehre. Ja, für mich auch. Das ist mein Papa, der mir geil das beigebracht hat. Ja. 1987 habe ich angefangen mit Gastronomie. Mit 17 Jahren habe ich meinen ersten Laden aufgemacht. Alle Küchen probiert, französische Küche, italienische Küche. Hat mich sehr interessiert, so, ne? Und auch Großbäckerei und so. Deswegen kann ich fast alles, habe ich für viele Leute was gemacht, aber ich gebe jetzt mein Bestes für meinen Sohn. Jetzt für den eigenen Laden. Ja. Für dich machst du zusammen mit Sohn. Ja, natürlich. Mann, ne? Ja, ja. Das ist erstmal Brotbereich. Okay, und hier sind die Teigrohlinge noch schön. Da wird alles rübergepackt. Wenn du hier rüberkommst, habe ich hier. Ah, das sieht stark aus, ey. Was ist das Schönes? Das Jonas ist Iskender-Soße. Ah. Man kann das hier. Kann man auch einen Döner reinmachen? Das sollte man in Döner machen. Okay, weil stark. Unser Fleisch ist 100% Rindfleisch, ja, von der Rindschale. Also Oberschale, die Oberschale habt genau ihr. Genau. Und das ist unser Mustafa AB. Hi Mustafa, grüß dich. Da siehst du, da brauche ich wirklich nicht viel zu zeigen. Das ist selber Schichtfleisch, 0% Hackfleisch ist da. Meistens haben wir das Problem, die kauen zu lange durch den Knorpel, durch die Sehne. Und das hat mich immer gestört. Und das habt ihr schön entfernt? Ja, das haben wir schön und entfernt. Weißt du, wie viel Fettgehalt? Darfst du das verraten? Darfst du nicht verraten, okay. Aber es ist nicht viel Fett. Es gibt zwei Varianten. Es guckt ja nicht jeder jedes Video. Ich habe schon öfter gesagt, entweder man wolft das Fett oder man legt es rein. Manche machen auch beides. Und dann kann man entweder, manche machen wirklich Fleisch, Fleisch, Fett. Oder manche machen Fleisch, 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 Fett. Dann also gibt es jede dritte, jede vierte, jede fünfte Lage Fett. Je nachdem, wie der Uster oder der Profi das dann halt haben möchte. Genau. Oben ist
ist Fett. Da kommt es ja schon runter. Ne? Guck mal, ja, wenn die Sprüche schon drin, guck mal, wie das Saft ist. Das sieht geil aus. Bei der 8. kommt erstmal hier Fett. Ja. Und dann guck mal, wie lange das so weitergeht. Okay. Nur stückweise sind immer Fett. Also habt ihr nicht so viel Fett, meinst du, ne? Nicht so viel Fett. Okay. Oben kommt ja schon das Fett. Aha. Jetzt die entscheidende Frage. Ich kann es mir schwer vorstellen, so hochwertiges Fleisch mit Kräuter, Knoblauch, scharf. Soll ich es trotzdem versuchen auch mal? Ich will eine ohne Soße. Eine ohne Soße. Ja. Und wenn ich dir mit Soße empfehlen würde, dann würde ich dir Sesam für das Cremige, ja, scharf und danach die Curry-Honig-Soße. Wie bist du so mit Curry? Gerne. Dann machen wir gleich direkt, würde ich sagen, fangen wir an. Einen, okay, ohne Soßen erstmal. So, Babo, ich fange an. Habe ich deine Erlaubnis? Okay, ich habe deine Erlaubnis. Hab ich jetzt baue ich noch die Hierarchie groß zwischen euch beiden. Er war immer mein Vorbild, ja, er war immer mein Superheld und ich darf mich nur glücklich schätzen, dass ich heute es geschafft habe. Mit 9 Jahren hat er bei mir Schulze getragen. Ja? Aber ich schwöre, er hat mehr Kasse gemacht als ich. Also würde ich nochmal auf diese Welt kommen und mir aussuchen können von Eltern, würde ich nochmal den gleichen Papa, den gleichen Mann. Ja, das ist schön zu hören. Das ist schön zu hören. Schön, dass es nicht hier war. Also man merkt schon eins, es ist safe, kein Kamerabonus. Hat einen Snack-Charakter, also sehr leicht, flauschig. Also da kann ich vorher schon sagen, 2 Stück von muss man nehmen. Ich habe jetzt nicht mal auf den Preis geguckt, aber sage ich mal, um satt zu werden. Also Döner kommt genau folgendermaßen. Du hast so einen ganz dezenten diesen Tomatencharakter, beinahe wie ein Tomatengewürz. Dann kommst du in die richtige Tomate, abgerundet von dieser typischen Tomaten-Zwiebel-Kombi mit der Zwiebel im Abgang. Du merkst das Selfmade-Brot, Name ist Programm, außen schön knusprig, innen flauschig, ist tatsächlich so. Und sieht man, ich habe es auch schon beim Drauflegen gesehen, bisschen mehr Fleisch unten reinpressen wäre perfekt gewesen. Da hast du unten halt so dieses Brotfeeling. Was er gesagt hat, mit relativ wenig Fett, kann ich übereinstimmen. Üblich für Fett ist tatsächlich jede 3. bis 5. Schicht Fett. Deine macht so, der andere so. 5. halte ich für viel zu wenig, machen auch die wenigsten. Geiler Sesam, Zitrone kommt super rein. Ich habe einen richtigen Zitrone-Säure-Peak. Sehr speziellen, aber weil ich hier nur, das ist selten, dass du so einen belegten Döner hast, mit fast nur Fleisch halt, ein bisschen Gemüse, dann die Zitrone drauf. Das hat dazu geführt, dass das Fleisch an sich so eine richtige Kombi mit dieser Zitrone gerade erleben durfte. Das war so ein Fett-Fleisch-Zitronen-Peak. Super. Kommt geil zum Ende. Kommt geil, super Fleischgeschmack. 3 charakteristisch einzigartige Sachen. Zum Ende hin wieder dieses leichte Tomatenfeeling wie Tomatengewürz, wie ich gesagt habe. Wirklich teigiges, matschiges Brot von innen. Geiler Selfmade-Charakter. Ein bestechender Fleisch-Zitronenkick am Schluss von dem Fleisch. Den hätte ich mir aber öfter an dem Döner gewünscht. Sag ich so, wie es ist. Den hätte ich mir öfter gewünscht. Dieses Fleisch mit Soßen, mit diesen verrückten Soßen, kann ich mir kaum vorstellen. Aber ob es passt, werde ich jetzt herausfinden. Wir werden es herausfinden. Einmal an den Papa die Props für das Brot. Sehr, sehr starkes Brot. Das habe ich in den 90er damals noch gemacht. Ja. Wo noch alle Leute nichts gemacht haben. Wo alle selber gemacht haben. Auch Dürüm, das ist meine Erfindung in Berlin. Ja? Also vom Fleisch bis zum Teig, es ist ein Qualitätsdöner. Also wer einen normalen Berliner Döner mit Hackfleisch einfach, wer Fan davon ist und, sag ich mal, eher so die Schiene Döner ist, der ist hier an der falschen Adresse. Aber wer Quali-Fan Döner ist, und das ist ja, es gibt da kein richtig oder Fleisch. Richtig oder Fleisch, wahrscheinlich richtig oder falsch. Also wer Quali-Fan ist, ist hier an der richtigen Adresse. Ja komm, dann legen wir los. 2 mit deiner Soßen-Kombi. Sehr gerne. Mhm. Erklär ruhig nochmal, was du jetzt rauchst, deine Kombi. Also Kräuter, Knoblauch, scharf und dann haben wir hier Sesam und Curry, ja? Jetzt die Special Iskender-Soße, ne? Und den Salat würde ich auch sagen, so diesmal wie deine Empfehlung ist. Wie meine Empfehlung? Ja. Traum, Jonas. Der sieht super aus. Also ich kann euch doch nur Folgendes sagen, man merkt die Quali vom Fleisch. Auch wenn er ein bisschen, wie gesagt, snacky ist, 7 Euro ist okay für den Döner. Bei den Arbeitsaufwand selber Brot machen und kein Hackfleisch, da ist der Preis in Ordnung. Sau wild.
Das gibt nochmal den ganz besonderen Teil. Um so zu sagen, wie es ist. Der Döner eben, super Quali vom Döner. Besser als die meisten. Aber im oberen Bereich zwischen den Dönern, die richtig Quali abliefern, hinkt er noch ein bisschen daher, weil er ein paar Fehler hatte. Die Soßen, die bringen den weit nach vorne, weil sie den Touch reinbringen, was sonst kaum einer hat mit dieser super Qualität. Diese scharfe Soße gerade, Leute, Endlevel. Endlevel, nicht irgendwie zu künstlich. Du hast einfach diese scharfe Soße gehabt, ging ein bisschen ins Tomatenfeeling, hat sich vereint mit dieser Eskender-Soße. Das war einfach diese typische Berliner scharfe Soße. So wie Creme Fraiche, was man in eine Tomatensoße reintut, das wird so verdünnt und nochmal lieblicher gemacht. Und das macht diese Tomatensoße mit der normalen Berliner scharfen Soße. Wenn ihr versteht, was ich meine. Soßenkick, Intensität, Mund betäubt. Gurke kommt ganz am Schluss rein und gibt, wie ich nicht gedacht hätte, wirklich einen guten Mehrwert. Mit ganz viel Frische am Schluss noch rein. Jetzt kommt diese Sesamsoße dazu. Schön abgerundet. Geile, durchdachte, heftige Abfolge von den Soßen, muss man sagen. Einziger Kritikpunkt, ein bisschen weniger Soße, weil dadurch haben sie leicht so doll den Raum eingenommen, waren so irgendwie kaum noch was anderes geschmeckt. Aber das ist nur ein kleiner Kritikpunkt. Unten das Fleisch. Ihr merkt, wie ich nach dem Fleisch suche. Aber du kommst leider nicht dahin. Bei dieser Kombi ist alles bedacht, was Soßen angeht. Abfolge, Abstimmung aufeinander, super. Aber das Fleisch wurde ein bisschen in dieser Kombi hinten, ja, links liegen gelassen. Hätte man in dem Fall einfach doof gesagt auch ein qualitativ schlechteres Fleisch nehmen können, wäre wahrscheinlich nicht aufgefallen. Mit Sicherheit sogar. Und das finde ich an dieser Kombi schade, weil die so ein geiles Fleisch einfach haben und du es nicht merkst. Aber könnte man einfach, ich kann nicht noch mehr essen. Wäre ausgebessert, wenn ich da hingehe und nächste Runde einfach ein klein bisschen weniger Soßen reinknallen lasse. Und dann wäre das ausgebühlt. Ein bisschen mehr Fleisch vielleicht noch. Ich snack auf und dann zur Bewertung. Also Bruder, ich halte hier mal das Mikro in die Mitte. Ich werde dir mal einmal Feedback geben. Ich bin sehr gespannt. Also erstmal, das lassen wir jetzt erstmal so dagestanden. Ich bewerte es nach Selfmade-Kriterien, weil ich weiß ja jetzt nicht, ob was Selfmade, hab's mir nicht angeguckt. Aber ich tue jetzt mal so, als würde ich es wissen und bewerte es mal einfach so, weil dann können die Leute sich besser was darunter vorstellen. Mein Tipp an alle da draußen, einfach doppelt Fleisch nehmen. Einfach einen Euro mehr, weil lohnt sich. Du merkst die Quali. Wie gesagt, ihr seid am ersten Tag da so ein, zwei leichte Stellschrauben wie Fleisch und ein bisschen mehr rein. Und mehr Fleisch reinnehmen, was ich eben schon gesagt habe. Und dann bist du on point. Also für mich ist es ein klasse Döner, Selfmade-Charakter. Du würdest, selbst wenn er nicht Selfmade ist, du würdest es nicht merken, aber es ist absoluter Selfmade-Charakter. Wenn ich ihn ranken müsste, in meinen Rankingskriterien würde ich sagen 8,3 für beide. Beim zweiten hätte ich einen dritten bestellt normalerweise, hätte ein bisschen weniger Soße genommen, damit noch mehr das Fleisch zur Geltung kommt. Das hätte ich gemacht, aber die Soßenkombi geisteskrank. Also diese Reihenfolge von den Soßen und wie es im Mund ankam, wirklich wie vom Meisterwerk, wie aus einer Geniehand, also aus einer Meisterhand. Es ist mir eine Riesenehre, dass wir deinen Geschmacksnerv zufriedenstellen können. Und wenn du zufrieden bist, dann sind wir auch zufrieden. Ihr habt meinen Mund überrascht, so kann man sagen. Ja. Und in dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Ich danke euch auch. Passt auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Mit Segen Gottes. Und viel, viel Gesundheit nochmal. Gesundheit brauchen wir doppelt. Schön gesagt. Schön gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben knallen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Abonniert ihn. Abonniert mich.